MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem coolen Channel. Und zwar habt ihr euch dafür entschieden, dass wir mal ein Let's Play vom Autobahn Simulator 2 machen, weil das, weil der erste Teil natürlich schon richtig gut angekommen ist und der zweite Teil noch überragender bei den Kunden angekommen ist. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal ein paar Folgen so zum Anfang. Ich werde mal ein bisschen was aufnehmen hier. Ich werde mal die Stoppuhr starten. Ja, ich habe schon mal den Charakter hier, unseren Charakter, unseren Typen, dem wir keinen Namen geben konnten. Den habe ich hier mal so ein bisschen gestaltet. Ja, ist mir ein bisschen misslungen, sieht man. Also, es sollte eigentlich so ein übelster Fettsack werden, aber naja. Ich bin jetzt soweit, dass ich kurz davor stehe, die Einführung zu spielen. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingeguckt ins Spiel. Das machen wir als erstes. Und ja, dann geht das. Oh Gott, ist das laut, Digga. Junge, Junge. So, nutze WASD. Ja. Drücke F, genau. Oh, die Mucke ist entspannt, Digga. Die Mucke ist ja richtig entspannt. So, als erstes müssen wir uns bei dem coolen Typen hier anmelden. Hallo. Moin. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Ich finde die Frise auch schick. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein. Nein, warum weiß, auch? Ich weiß, dass er der Chef ist. Genau, ja. Deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ja, erstmal energisch, Digga. Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Genau, jetzt lass mich dahin, du Bastard. Wie Sie sich hier aufhören? Okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Hört sich so ein bisschen an wie Ansgar, finde ich. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Ja. Erstmal, ich muss mal kurz in die Einstellung reingehen, ob man irgendwie nicht die Kamera wechseln kann. Ich meine aber nicht. Keine Ahnung, wenn einer weiß. Kamera, Kontrolle, Kamera. Verstehe ich nicht. Ich glaube, man kann das nicht. Man muss in dieser Perspektive. Wenn es eine Ego-Perspektive gibt, dann sagt es mir. Also das ist ja hier, ich finde auch seine roten Schuhe ganz cool. Ja, also warum habe ich dieses Spiel euch als Umfrage gestellt, ob ihr das sehen wollt? Ihr habt ja mit 75% Ja gesagt, glaube ich, ne? Und dann entsprechend 25% Nee. Einmal, weil es dermaßen scheiße angekommen ist, das Spiel. Und da habe ich mir gedacht, ja Mensch, also so, mich über Spiele lustig machen, das kann ich ja ganz gut. Das ist ja meine Art zu Let's Playen. Und ja, andererseits mal gucken, ne? Ach nee, hier ist glaube ich falsch. Steuert sich auch wie ein Besoffener. Andererseits, meine andere Fähigkeit, dieses Let's Play spielen zu können, ist natürlich, dass ich sehr gerne auf Streife gucke. So, geh mal rein hier in die gute Stube. So, das ist er hier, der Bäcker. Ah, Sie sind also Herr. Er hat genauso einen coolen Bart wie meiner hier. Die verstehen sich. Sie sind 10 Minuten zu spät. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Na gut. Ehrlichkeit ist wichtig. Für die Zukunft. Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Ja, halt dein Maul, ne? Sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren. Ja, Autobahnpolizei. Sie verbringen von nun an einen großen Teil ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Klar, machen wir doch. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen. Nein, wir haben doch schon denselben Bart, Digga. Und nun, willkommen in der Truppe. Jo. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Bei der Claudia? Wo ist nebenan? Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und für die Big Macs. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt wenn sie Claudia uns trotzdem ist. Noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank. Klar, machen wir. Wird gemacht. Gerne doch. Alter, sieht der Scheiß aus. Ja, ich denke mal, das Spiel wird so eine Mischung aus Alarm für Gruppe 11 und auf Streife sein. Ach, Leonie ist das, okay. Gehen wir mal zu Leonie. Ich habe wirklich gedacht, wir machen hier so ein... Ich weiß gar nicht, warum das sein... ja, was ist das hier? Bauch und so weiter? Warum ist das alles zu dünn? Ich habe ja eigentlich übelst fett eingestellt. Ich wollte so einen richtig kräftigen Typen haben. Ach, daneben gleich, okay. So einen richtig kräftigen Typen so haben, der dann allen aufs Maul geben kann, so auf der Autobahn. Keine Ahnung. Hallo und oh Gott, du siehst ja scheiße aus. Oh Gott. Hallo Frau Roth, haben Sie mich schon erwartet? Nein, aber der Abstand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Dick? Steht sie doch drauf. Was
Was regt sich der Alte denn auf? 10 Minuten zu spät an meinem ersten Tag. Es gibt doch wirklich Schlimmeres. Ja. 3 Dinge sollten Sie wissen. Erstens, Herr Becker meint es nur gut. Ihm ist das Revier, die Leute... Ich komme ja als Busfahrer, ja? Also von Möglichkeit brauchst du mir nichts erzählen. Zweitens, ich arbeite sehr eng mit Herrn Becker zusammen. Ich erzähle ihm, da geht's nach Feierabend noch richtig zur Sache. Und drittens, ich hoffe für Sie, dass Roland das eben nicht gehört hat. Sie sollten sich in Zukunft lieber mäßigen. Da haben Sie recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Ach Junge. Jetzt wissen Sie Bescheid. Und nun Kopf hoch und raus auf die Straße. Gehen Sie am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Natürlich nicht. Nee. Vielen Dank. Natürlich, wir wollen schon die ersten festnehmen heute hier. So, und jetzt? Neue Aufgabe. Oh Gott, schön, dass wir hier mit dem Arm in der Wand drin sind. Also Rennen ist tatsächlich Shift und W, das wusste ich nicht, aber funktioniert offensichtlich. So, dann gehen wir einmal runter, oder was? Das ist das Klo, können wir hier auch rein? Ist das Damen-WC hier? Oh. Sehr lässig. Schön, dass man durch die Wände hier immer durchgucken kann, Digga. So, also einmal runter, ja? Hab ich richtig verstanden? So. Ach, das ist mein Kollege hier. Mein Habibi. Oder was? Blaue Schränke, so muss das sein bei der Polizei. F wie umziehen. Uniform, ne? Oh ja. Aufgabe abgeschlossen. Wunderbar. Sprich mit Hans Haas. A.K.A. H.H. Du bist also der Frischling. Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Ich hätte es ja gefeiert, wenn man so Paul Richter oder so genommen hätte. Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Letzten Abend. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. Oh, das kann ja was werden. Man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Angeblich funktioniert ja das Lenkrad. Mein Joy Force GT hat er erkannt. Mal gucken. Willkommen bei der Polizei. Achso, das Spiel könnt ihr euch bei MMOGA und Games Rocket in der Beschreibung kaufen. Gönnt euch. Bei MMOGA habe ich das auch gekauft. Das ist ein bisschen günstiger. Momentan müsst ihr gucken, was günstiger ist. Ich habe euch beides verlinkt. Wie ihr wollt. Ich könnte euch theoretisch auch Amazon verlinken, aber das ist garantiert nicht günstiger. Bei MMOGA zusätzlich, ich glaube 18 Euro im Moment, wenn ihr euch das kaufen wollt. Zusätzlich noch 3% Rabatt mit dem Code Florian Kahle. So. Wo müssen wir denn? Was ist denn das hier? Eine Runde rumlaufen. Oder was? Ich guck da unten auf die Karte, aber die verwirrt ja einen ja total. Wenn sich einer mit dem Spiel auskennt. Ich weiß nicht, könnt ihr gerne schreiben, ob ihr das Spiel auch habt. Kann man auch klettern oder so? Nee, ich glaube, ich bin hier total falsch. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand? Nee. Echt? Aber der leitet mich doch dahin, Digga. Also die Karte da unten ist schon mal für den Arsch, okay. Ich habe selber auch noch nicht gespielt. Wie gesagt, habe kurz reingeguckt in die Einstellungen und so weiter. Ob hier alles funktioniert. Wir gehen mal doch hier über den Hof, ne? Da, ach, da ist doch unsere coole Karre. Natürlich nicht lizenziert, warum auch? Oh Gott, was war das denn? Ach, wir können hier nicht einsteigen. Was ist denn das? Die Steuerung ist echt behindert. So, mal gucken. So, da ist auf einmal aufgeploppt der Hammer. Oh Gott, ist laut. Bremsen, ja, WASD, Blaulicht B, Sirene N. Ja, ja. So, mal gucken. Oh ja, der Lenkrad funktioniert. 900 Grad Lenkung. Oh Gott. Steuert sich das scheiße, ey. So, tut mir leid, ich komme aus dem Bus. Aus der Busbranche. So, links abbiegen bitte. Aber geradeaus, links. Wow. Jetzt mal richtig durchziehen.
Wir waren 11 hier. Der Kollege, geh mal ran ans Telefon da. Die Fahrzeuge wurden sehr gelobt. Ich habe mir auch ein paar Reviews durchgelesen. So. Ich habe jetzt eigentlich B und N gedrückt. Mal gucken. Offensichtlich geht das nicht. Lass mich doch mal durch hier. Mein Name ist Richter, Paul Richter. Wäre ja schon mal schön zu wissen, welcher Wagen wir sind. Also bisher grafikmäßig sieht das gar nicht mal so scheiße aus. Digga. Ui. Ja, ja, ja. Schön Ruckler hier. Kein Wunder, dass das gleiche Publisher wie Aerosoft, wie bei OMSI ist. Nämlich Aerosoft. So, und jetzt? Soll ich anhalten? Da. Na komm, ein Stück fahren wir noch. Sprich mit der Fahrerin. So, wie steigen wir aus? Mit F? Ja. Perfekt, Digga, perfekt. So, Kollege. Dann mal ein bisschen Smalltalk hier. Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie, Biene Maya hier. Der Reifen ist platt. Wie ist denn das passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Oh, ist sie dumm. Abschleppdienst gerufen? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. ADAC. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja, mache ich. Vielen Dank. Das machen wir. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das machen soll jetzt. Gib mir die neue Aufgabe. Entferne Nagel. Brett. Was ist denn das? Junge, muck mal hier nicht. Ach, da hinten ist das. Nee, da. Digga, da laufe ich doch nicht hin. Oder? So, hier lernt er mal, wie man Auto fährt. Schön, dass die Autobahn jetzt komplett leer ist. Haben sie wahrscheinlich voll gesperrt für uns. So, Kollege. So, was? Nehmen. Okay, das ist also der Übeltäter. Ja. Ich entferne das mal. Mach das, Digi. Mission abgeschlossen, jawohl. Wo kann man hupen? Mit Haaren, nee. So, und jetzt? Fahrer zurück zur Wache. Ja, aber bitte in die richtige Richtung. Nicht als Geisterfahrer. So, jawohl. Biene Maya ist auch schon weg, okay. Bin mir noch unsicher, was wir mit der Folgen... oder wie wir das mit der Folgenlänge handhaben werden. Das Let's Play überhaupt länger oder lange erhalten bleibt, mal sehen. Ich bin gespannt. GTA liefert nicht so lange. Kam ja nicht so. Kam ja nicht so geil an damals. Oh Gott, oh Gott. Weißen Coupé. So, ich darf so fahren. Ich bin von der Polizei. Ah, Kollegen, ich bin schneller hier. Warum hat er uns eben über den Parkplatz geschickt?
Oh, bundesweit. Ey, wir fahren doch schon zurück hier. Die Ruckler wurden sehr kritisiert, habe ich gesehen bei den ganzen Reviews. Mal sehen. Also, ich werde das Spiel jetzt auch nicht unbedingt ernst nehmen. Wie gesagt, ein lustiges LP. Was ist das hier? Kollege? Ein weißes Auto auf jeden Fall. Das soll die doch verrecken, Mensch. Selber schuld. Kannst richtig gut driften wahrscheinlich. Muss nur so leicht bremsen und dann. Dann geht los hier. Dann driftest du. Also, oh, was ist das hier? Du hast eben deine erste Schnellreisestation freigeschaltet. Die sind überall in der Welt verteilt. Hier in dieser Orte kannst du über die Karte im Pausenmenü jederzeit sofort erreichen. Schließen. Gerne doch, Digga. So. Na, Kollegen machen Raucherpause da. So. Ja. Ach, hat doch funktioniert. Ich setz mich. Geh doch mal rennen in die. Okay, wir dürfen nicht einsteigen. Ich hätte sonst nochmal das Blaulicht ausgemacht, aber okay, Digga. Kommen wir hier auch hin. Ja. Müssen wir uns merken. Hier geht's raus. Und jetzt oben oder unten? Oben wahrscheinlich. Geh zu deinem Arbeitsplatz, der dürfte oben sein. Oh Gott, ey, diese Steuerung. Da ist er. Bei Herrn Becker. Dem Zocker. So. Abgeschlossen. Und dann? Schalte Verkehrssystem frei. So, hier kannst du deine verdienten Einflusspunkte ausgeben. Jede dieser Erweiterung bringt dir unterschiedliche Vorteile, die sich auf deine Fahrzeuge, die Polizeiwache oder persönliche Eigenschaften auswirken. Aktiviere nun das Verkehrssystem, damit kannst du von dir von einem Fahrzeug gemessen werden. Ja, ja, ja. Ist okay, Digga. Verkehrssystem. Das möchte ich erwärmen, Digga, ja. Gönne ich mir mal. Okay. Kommt hier noch was? Steht gleich. Autobahnpolizei funktioniert nicht mehr. Störung. Ne? Oder? Ah ne, jetzt. Erwärmen. Okay, dann beenden. Zack. So. Wechsel zur Nachtschicht. Wäre das nächste. Das wäre dort hinten. Dann würde ich sagen, dann war es das mal zur. Also mit der ersten Folge auch gleich. Hier, F drücke ich mal. Die Nachtschicht machen wir dann beim nächsten Mal. Indem du. Genau. Ja. So, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal springe ich dann zur Nachtschicht. Bis dahin, liebe Leute. Danke fürs Dabeisein in der ersten Folge. Lasst mich wissen, ob ihr noch mehr sehen wollt. Ja, und dann beim nächsten Mal, ich werde noch eine Folge aufnehmen. Die kommt dann auch demnächst nochmal. Mal sehen, bis dahin, liebe Leute, haut rein, bleibt stabil und ja, schönes Leben noch. Ciao, ciao.